Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Hier starten wir jetzt mal die Anrufung des Schläfers. Wer auch immer das sein mag. Ich will hoffen, dass er mir wohlgesonnen ist. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Ja. Sehr schön. Also stellen wir jetzt mal einfach keine Fragen, was da gerade passiert ist. Massentrance. Nennen wir es jetzt mal. So, gucken wir uns mal, was die hier oben zu sagen haben. Ich will aber kein Templer werden. Das sage ich gleich schon mal im Voraus. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft. Die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Okay, wo ist der Friedhof? Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Kannst du mich trainieren?
Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Sehr schön. Aber ich will kein Templer werden. Also raus hier. So, dann werden wir jetzt zurück zum alten Lager gehen, bevor wir das mit dem ganzen Ork-Friedhof machen und so weiter. USW, USW, erstmal Magier werden. Oder haben wir schon Stufe 10? Ja, wir haben schon Stufe 10, das ist schon mal gut. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Monster unterwegs, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Oh Gott, schneller. So. Ist nur Gras. So, schneller. Immer noch nicht da. Oh, dieses Reisen dauert immer. Ja, sehr nett. Aber er hätte auch gleich sagen können, dass er keine Lust hat. Er muss Iberium beschützen. Ja, voll fadenscheinige Ausrede, ey. Er hat nur keine Lust, da selbst hinzugehen. Oh, hier hatten wir ja das Goblin-Schlachtfeld. Na toll, hier hat schon jemand aufgeräumt. Ich wette, wenn ich da reingehe, sind die höchstwahrscheinlich wieder da. Und zack, noch einmal. Lebensenergie ist auch schon ziemlich hoch, aber wir müssen Mana auch mal stärken. So, immer noch nicht da. Ich glaube, jetzt geben die Fraktionen noch unterschiedliche Aufgaben. Müsste es sein. Wow, das war knapp. Aber erstmal wieder eine Runde schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Ich glaube nicht, dass wir so bei dem Magier jemanden antreffen. So. Schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So. Nun werden wir Magier. Hey. Ich bin ja froh, dass das Video mit dem Schläfer auf Anhieb funktioniert hat, weil manch... Oh nein, er ist wieder da. Oh Gott. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen... Nein, niemals. Nicht in 1000 Jahren. Nicht mal, wenn du uns dafür, sagen wir, 999 Millionen Erzbrocken anbieten würdest. Das ist mein letztes Wort. Wie viele Lernpunkte haben wir? 36. Das ist stattlich. Wir haben von deiner Leistung in der alten Mine gehört. Ohne die Minecrawler ist der Erzabbau viel sicherer geworden. Auch Koristo weiß davon. Er wünscht dich zu sprechen. Geh zu ihm. Okay, dann machen wir das mal. Wir sehen uns.
Okay, speichern wir mal. Wo haben wir denn Christo? Wer ist das denn? Drango. Oh, was haben wir hier im Buch? Können wir das vielleicht lesen? Ja. Können wir davon noch irgendetwas lernen? Anscheinend nicht. Oh Gott. Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen... Also ich kann mir vorstellen, warum die dich nicht behalten wollten. So, Christo, du wolltest mit mir reden. Sei gegrüßt. Ich möchte in den Kreis des Feuers aufgenommen werden. Ich möchte in den Kreis der Magier aufgenommen werden. Du willst also ein Magier des Feuers werden? Hm. Schon viele wollten uns angehören und nur einen habe ich in all den Jahren zum Lehrling genommen. Alle anderen haben versagt. Dein Geist ist reif für die Aufnahme. Wenn du Magier werden willst, dann muss ich dich zuvor prüfen. Sag mir Bescheid, wenn du dich dieser Prüfung unterziehen willst. Oh, die ganze Leben ist eine Prüfung, glaube ich, hier. Ich bin bereit. Stell mich auf die Probe. Du hast der Bruderschaft im Sumpf einen Dienst erwiesen, richtig? Jep. Ey. Ah, das nervt. Ja. Wie ist der Name unseres Gottes? Tja, gute Frage. Enos. Gomez. Enos. Was ist die höchste Tugend? Die Disziplin des Mannes. Die Disziplin des Mannes. Du hast gut und recht geantwortet. Ich werde dich die Kunst der Magie lehren. Folge mir nun zur Halle der Magie, wo du den alten Schwur leisten wirst. Juhu, wir können einen Schwur leisten. Wo kommst du denn her? Du freust... Nein, ich will einfach nur, dass du weggehst. Wir sind heute zusammengekommen, um einen Diener des Feuers zu weihen. Schwöre nun den Eid des Feuers. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Ich schwöre bei der Macht des heiligen Feuers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit der Flamme verbunden sei, bis mein Körper einkehrt in Belias Reich und das Feuer des Lebens erlischt. Hast du was zu essen? Mit den Worten des Schwurs bist du den Bund mit dem Feuer eingegangen. Trage diese Robe als Zeichen des ewigen Bundes. Juhu, Magier! Können wir hiermit irgendwas anfangen? Anscheinend nicht, gut. Also weg mit uns. Nimm diese Rune als Geschenk von Innos. Sie schütze dich auf deinem Weg. Herr im Himmel. Glaubst du, dass uns mal jemand... Nein. Für jeden der Kreise gibt es ein Buch, in welchem die Zauber des Kreises erklärt. Nimm das Buch des ersten Kreises und lerne das Feuer... Möge das Feuer dir zur Seite. Dankeschön. Aber ich wollte Magie zu Ehren. Die hohe Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Feuers zu tragen. Wohl eher, ich habe genügend Geld. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Mach mir das erstmal dreimal, ja. Erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen,
bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Aha. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Erster Kreis. Ich bin jetzt bereit, den ersten Kreis zu erlernen. Kreise zu betreten, bedeutet, die Anwendung magischer Runen zu erlernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Hört sich interessant an. Zweiter Kreis. Kann ich den schon lernen? Ich möchte den zweiten Kreis erlernen. Ich kann dir nichts machen. Gut, das war's dann erstmal. Oh. Jetzt, wo du bei mir bist... Nein, lass mich einfach nur zufrieden. Feuermagier. So, da, endlich. Große Feuerrobe. Oh, scheiße. Nein, tut mir leid. Lass uns die Sache vergessen, okay? Ja, gut. Wir sehen uns. Ich halte mich da lieber raus. Oh, oh. Wir sehen uns. Jetzt sei... Oh, nur das... An der Geschichte muss ja doch wohl was dran sein. Ich halte mich da lieber raus. So, mein Schwert. Magie. Feuerpfeil ist 4. An der Geschichte muss ja das Gefühl sein. Torres. Magie zu Ehren. Was machen die magischen Künste? Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Was zur Hölle? Magie zu Ehren. Ich grüße dich, Magier. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Ich möchte Schriften. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Sehr schön. Wo hast du Zauber? Feuersturm. Kreis 4. Kann ich noch nicht. 4. Ich hatte sogar zweimal hier. Das ist nämlich hier Lichtkreis 1. Mana kosten 1. Heilung. Kreis 2. Das hört sich interessant an, aber ist ein bisschen teuer. Feuerfall. Na, den habe ich ja. Feuerball, Kreis 3. Das dauert noch ein bisschen. Licht, Heilung. Gut, der hat also momentan nichts wirklich Vernünftiges. Hat er wenigstens Erz? Nein, das hat er auch nicht. Ich hab auch nur 900. Okay. Wir haben jetzt erstmal den Feuerpfeil. Unser gutes altes Schwert. So, hier haben wir auch noch eine Quest abzugeben. So.
Zusammen sind wir echt unschlagbar. Nein, geh einfach weg. So, was wollte ich jetzt noch machen? An der Geschichte muss wohl noch was dran sein. Siehst du, du bringst mich völlig aus dem Konzept. Ah ja, das Buch hier. Der ist doch ein Licht, Eispfeil, Feuerpfeil. Coole Sache, fehlt mir noch Eispfeil und Licht. Ich sehe den ersten Kreis schon komplett. So, wo haben wir den jetzt? Raven, da haben wir Raven. Nein, das ist irgendein anderer Bord. Hallo. Ja. Sag mal, wohin geht? Nein. Lass mich zufrieden. Wegen dir könnte jemand zum Mörder werden, der vorher unschuldig wie ein Baby war. Raven. Ja, haben wir Raven, glaube ich zumindest. Ne, Arthur, Ska. Aber. Ich höre nicht mehr. Man darf auch nicht. Hallo! Ja, wenn du meinst, ich meine, klar kommst. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut. Ich bin gern. Du hast deine Sache gut gemacht. So. Oh. Lass dich von mir nicht stören. So, Speicher. Zack, zack. Hallo. Ende gut, alles gut. Sagt man normalerweise, aber hier trifft das nicht zu, weil Matt ständig hinter einem der ist. So, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Gut, gehen wir erstmal ins neue Lager. Wir müssen hier noch Wasser verteilen. Hallo. Hallo. Mach's gut. So, neues Lager. Ah ja, hintenrum war das. In Extremo ist auch nicht mehr da. Oh, die sind immer noch da. Hört ja auf zu singen, sonst muss ich das wieder rausschneiden. Der letzte... Schrecklich, UMG, schrecklich. Einfach dann das Video komplett in Deutschland zu sperren. Wegen einem Lied, das schon so alt ist. Als wenn ihr damit sowieso noch Geld machen würdet. Wenigstens werden wir jetzt gleich wieder matt los. Neues Lager, wir kommen. Als Feuermagier können wir vielleicht auch mal mit dem Wassermagier reden und uns da vielleicht auch mal ein paar Quests holen. Weil Orks sind sehr stark. Auf Level 10 werde ich da nicht weit kommen. Deswegen möchte ich meinen Feuerzauber ausprobieren. Na, wo haben wir denn unser erstes Opfer? Testsubjekt. Nicht Opfer. Da. Yeah, gegrillt. Hehe. Ja, mit dem Zauber umzugehen, muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Ey, ich hab dich doch schon gegrillt. Ich verlange schon gekochtes Fleisch. Naja, wenigstens können wir dann wieder ein bisschen was. Mana wiederherstellen, Lebensenergie, Mana-Bonus 15, habe ich 22 von, zack, ist schon fast wieder voll, klasse. Ich will meine ganzen Tränke und so weiter eigentlich noch nicht so gerne benutzen, die will ich viel lieber sammeln.
Wer weiß, was kommt. Besser Vorsicht als Nachsicht. Treff, ja. Strike. Oh, ich hab meine Energie verloren. Naja, wenigstens mal die Hälfte. Oh, was soll's. Oh scheiße, wir hätten nur den kleinen Weg runtergehen können. Naja, ist auch nicht so schlimm. Ein altes Schwert. Kabos! Was? Wo ist er? So, Gobbo. Ach, schade. Fleischwanze. Neues Lager hier lang. Wow. One-Hit-Kill. Oder wie man mit Mortal Kombat sagen würde, Fatality. Was haben wir denn hier? Mallrats! Kill die Mo... Oh Gott, sind das viele. Tja, das war schnell. Ja, diese Höhlen sind noch, haben normalerweise immer was Interessantes drin. Ne? Ja, leider nur eine verwitterte Axt. Ja, Geld ist Geld. Nachtschatten. Das ist ja schön. Das sieht aus, als wäre hier im Weg lang, der ins Nichts führt. Oh, da ist ein Loch in der Decke. Wasser verteilen müssen wir ja auch noch. Jäger, vielleicht können die mir wieder was über die Jagd beibringen. So ein paar Teile heute, wie viel habe ich denn eigentlich noch? 11 Lernpunkte. Klasse. Zwei Level noch, da kann ich bis in den dritten Kreis und mit dem Feuerballzauber holen. So. Willst du jetzt wohl mit mir reden? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ugh, kannst du also nichts mehr beibringen, klasse. Okay. Irgendwo hier war eine Brücke. Da haben wir sie. Oh, ist das hier zu? Oder habe ich die schon geöffnet? Ah ja, klasse. Die Trick abgebrochen. Oh, ein Dietrich verloren, zwei gewonnen. Pfeile und Erzbrocken, wow. Und jede Menge Scavenger. Schlachten wir uns durch. Oh, da haben wir noch einen. Ihr wart nicht sonderlich erbaut, dass ich euch geschlagen habe, richtig? Haha.
sein hier. Da hinten haben wir auch noch Ziele gesehen zum Töten. Oh, so viele Blähfliegen. Oder wie, Blutfliegen. Blähfliegen gibt's ja nur in Fallout New Vegas. Boah, ich hasse die Viecher. Da haben wir noch eine. Wie bitteschön? Erfahrungspunkte. Oh Mann. Ja, das bringt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Nur Monster töten. So. Oh, was haben wir da? Eine Hütte im Wasser? Nachforschen. Und, oh Gott, eine Armee aus Blähfliegen. Blutfliegen. Das war meine Schlacht. Stirb endlich nun, ja. Die backt wohl rum. Dann eben nicht. Wer nicht will, der hat schon. Was für ein Massaker. Scavenger, juhu. Das war schon wieder. Sieht mit Erfahrung aus? Wow. Das hat sich gelohnt. Frage, was deine Hütte ist. Ich will hoffen, was Interessantes. Ich glaube, das Einzige, wofür ich jetzt, wenn es kommt, wirklich noch Punkte abgeben würde, wäre Schloss knacken, advanced. Oder heißt das so? Schleichen, Akrobatik, Diebstahl. Ja, Schlösser öffnen, Meister. Ich glaube, dafür würde ich sogar drüber hinwegsehen. Höllenpilze. Und Krug. So. Ach, gehen wir hier mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Sklavenbrot. Na toll, hier ist nichts. Und mit dem verdammten Lurker will ich mich jetzt noch nicht messen. Vielleicht können wir tauchen. Thank you.
Hier ist also nichts. Schade. Oh, doch. Steinwurzel. Und ein seltsamer Gang, der nach oben führt. Aber ich glaube, hier wird wohl auch nicht sein. Da hinten haben wir dann noch einen Lurker. Der da rumlurkt. Ja, so mal die Ergebnisse. Sind wir da? Da haben wir jemanden. Du kannst dich nicht vor uns verstecken. Was zum Teufel machst du hier? Was? Was sollte das denn jetzt? So, nehmen wir dir alles ab und warten, bis du dich erholt hast. Besonders interessiert mich, warum du mich urplötzlich angegriffen hast. Sowas macht man nicht. Das ist nicht fair. Das wird dir noch leid tun. Willst du wieder Ärger? Wieso hast du mich denn überhaupt angegriffen? Klassische Hose. Verpiss dich. Ja, ich sehe schon. Was zum Teufel machst du hier? Ihr mögt mich wirklich nicht, oder? Das muss was Persönliches sein. Dann gehen wir hier mal weg. Du bist ja unbewaffnet, falls wir den Auftrag kriegen, dich um zum... Ach du Schande. Ach Gott. Tja, ich sehe schon, das wird nicht schön. Tja, die Mauer hat schon. Das wird dir noch leid tun. Ja, das hast du schon oft gesagt. Ich hätte dich auch töten können, sofort. Speichern wir mal lieber. So, erstmal hier die Mole Rats. Ja, das sieht doch mal lustig aus. Hier scheint nichts zu sein, gut. So, dann können wir hier raus. Okay, zuerst die einzelne Mole Rat. Ey, ich sehe nichts mehr. Verflixt. Ach nee, das sind Barade. Cool. Keine Lurker. Mal gerade so Glück gehabt. So. So. Wo lang geht's jetzt? Ja, das neue Lager, juhu, endlich. Jetzt ein bisschen Wasser verteilen? Ui, das können wir machen. Wasserträger für Lefty. Nee.
Soll ich beim sogenannten Reislord abholen? Ja gut. Dann machen wir das mal. Ja, Reislord. Warum ziehe ich eigentlich immer das Schwert? Das kommt davon, weil ich immer die Leertaste versuche zu drücken. Was zur Hölle? Du sollst da hochgehen. Der Reislord. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Ich halte mich da lieber raus. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? War nicht besonders schlau, will ich trotzdem nicht schlau. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Das war vor einigen Tagen, Bursche. Geh besser zu ihm. Er hat dir was zu sagen. Oh, Schande. Hätte ich das gewusst, hätte ich sofort gemacht damals. Der würde mich bestimmt fertig machen. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ja. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Du hast gewonnen. Versuch das nicht nochmal. Ich werde hier geplündert. Lieber würde ich dich umbringen. Aber das Erz ist auch nicht schlecht. Na gut, zum Glück habe ich vorher gespeichert. Dann weiß ich jetzt, weglaufen ist angesagt. Schon wieder mal den nach draußen lotsen, wo er mich nicht verprügeln kann. Hey du! Tschu, schneller. Renn heim zu Mutti! Yep, habe ich gerne gemacht. Meine Mama ist auch bestimmt viel netter als deine. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Eigentlich nicht. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Hä? Okay, Bauern, fangen wir hier oben an. Alles klar bei dir? Was willst du? Hat der Reislord dich geschickt? Ich arbeite doch jeden Tag. Niemand hat mich geschickt. Ich will mich nur ein bisschen unterhalten. Arbeitest du freiwillig auf den Reisfeldern? Ja, das tue ich. Ist nämlich besser, freiwillig zu arbeiten, als von den Schlägern vom Reislord abgeholt zu werden. So. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Es ist gefährlich, dahin zu gehen. Lies Söldner und die Magier sind ja ganz in Ordnung, aber auf die Banditen passt du besser auf. Okay, und warum kann ich dir jetzt kein Wasser geben? Dann eben du. Das scheint es aber auch nicht zu sein. Horatio. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ich glaube nicht, dass du dich mit mir anlegen solltest. Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Aha. Und das war nur gerecht. Was ist passiert?
Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Aha. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Und dem Mistkerl hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat, eine gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. Gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. So, aber wem soll ich denn hier verdammt nochmal das Wasser geben? Okay, die scheinen mich hier nicht wirklich ernst nehmen zu wollen. Habt ihr einen Anführer? Der Reichslord ist so... Bei mir sieht das... Wie läuft's? Gibt eine Menge... Was muss ich über die... Sei Vorsicht! Ja gut, also der hat auch keinen Durst. Vielleicht muss ich hier auf achten. Durstiger Bauer oder sowas. Rufus. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Aha. Mann, wie gerne würde ich zum Reichslord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Warum machst du das denn nicht einfach? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reichslord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Wer ist der Reislord? Er war einer der... Heute steht... So... Wie soll ich denn jemandem das Wasser geben, wenn keiner Wasser haben will? So, jetzt suche ich durstigen Bauern oder sowas. Das geht mir voll auf den Sack. Okay, wenn ich jetzt keinen durstigen Bauern finde, sollen die verdursten, meinetwegen. Verlass dich auf jemanden. Oh, Peck. Pock, Peck. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen.
Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. durstiger Bauer, keinen durstigen Bauern. Ey, wie soll ich dem bitte schon was zu trinken geben, wenn keiner hier was zu trinken haben will? Vielleicht geht das ja auch so. Oh, klasse, selbst gesoffen. Naja, ist ja jetzt auch egal. Irgendwie ist das Quest wohl verbuggt. Ich kann denen einfach kein Wasser geben. So, das war's dann aber erstmal wieder für heute. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic.